Grüß Tag. Ich habe euch schon lange nicht mehr gezeigt, was ich einkauft habe. Liegt auch daran, dass ich jetzt schon eine Weile nicht einkaufen war, weil ich ein voller Sack bin. Und ihr wisst eh, wie das ist, oder? Man schaut in den Eiskasten, man schaut in die Kasteln und es geht schon noch. Na, solange noch Milch für Kaffee da ist, das geht schon noch. Aber jetzt ging es nicht mehr, jetzt war ich mal wieder einkaufen. Und ich habe beschlossen, ich zeige euch das, was ich eingekauft habe. So, ich muss nur alles jetzt da irgendwie finden. Da muss nur ein drittes sein. Ich finde es aber jetzt gerade nicht. Hallo? Ja, wie auch immer. Also ich habe zwar so Cappuccino gekauft, kalte, für den Winter. Und irgendwo muss noch ein dritter Becher sein. So, dich brauche ich nicht in meiner Tasche. Ich habe übrigens hier so Einkaufsnetz, selbstgehäkeltes Einkaufsnetz. Rappelpappel voll. Das ist unglaublich, was da alles reingeht. Ah, da ist der dritte. Der dritte ist so ein Latte was Espresso. Den werde ich mir dann, glaube ich, auch gleich. Den werde ich mir gleich reinstellen dann. So, fliege über Stuck, oder? Dann hätte man gekauft einen Mozzarella für den kleinen Hunger zwischendurch. Ich schneide mir den wirklich auf mit, also Tomaten lasse ich weg und Basilikum habe ich sowieso keins. Ich schneide mir den einfach auf einen Teller und ein bisschen Oregano drüber, was anderes habe ich nicht. Und ein bisschen Öl, also so ein Kernöl. Ne? Ja, dann für den Hund, für den Nellinger, zwei so kleine Portionen. Wobei für sie sind das sind zwei Portionen für sie. Und dann habe ich noch die. Sie steht ja unheimlich jetzt auf dieses Katzenfutter. Also die kriegen ja das auch so. Ich mache es einmal auf. Oder habe eh noch ein offenes, glaube ich. Ja. Das Katzending schaut auch so aus. Und da steht der Hund unheimlich drauf. Sieht mir direkt an, sowas wie es auch. Also sowas, ne? Habe ich wieder nachgekauft. Dann haben wir auch. Also für mich, ne? Für mich, für den Hunger zwischendurch, wenn ich zu faul bin für alles. Auch für den Hunger zwischendurch, also das sind diese. Boah, ich glaube, der springt daneben. Boah, so. Ja, aber meistens weiß er, was er tut, im Gegensatz zu der da, die weiß oft nicht, was sie tut. Die springt wirklich oft daneben, dann muss man es auffangen. Die überschätzt sich gerne ein bisschen im Gewicht. Also, sie zerzahlt es dann mit ihr Gewicht. Ja, das ist Schokolade. Das ist Eiskonfekt. Kommt dann in Eiskosten. Muss man nicht in Eiskosten, aber ich tue es gerne in Eiskosten. Außerdem liegt es mir dann nicht im Weg rum. So, da haben wir dann Antipasto, Misto, Italiano, ein bisschen Wurst. Und dann haben wir, ich werde dann vielleicht ein Kochvideo machen für Haché-Nudeln. Das lasse ich gleich mal da. Dann habe ich mir gekauft einen Käse, einen Emmentaler geräuchert. Emmentaler geräuchert. Und hier noch einer Kürbiskernbrie. Netto, jetzt muss ich wieder alles festhalten. Kürbiskern, Brie, jetzt streiten sie. Jetzt gibt es gern kein Ketscherl, bitte. So, fürs Frühstück Kaffeeroulade. Fürs Frühstück oder für die Jausen einen Schokokugelhupf. Dann brauche ich das. Ich brauche das in letzter Zeit, ich weiß nicht warum. Ananassaft. Mir ist ja das Ananas aufschneiden und so und auslutschen oft blöd, aber. Ich hätte gern so ein bisschen Ananasgeschmack und ich tue mir das auch extrem verdünnen. Ich verwende das wie einen Sirup, wie einen Verdünnungssaft. Aber was Gesundes, ne? Also so ist es nicht. Ein bisschen Gemüse, das sind kernlose Weintrauben natürlich, weil mit Kern geht gar nicht. Geht gar nicht. Ja, und dann halt noch, das war im Angebot. Die waren leider im Angebot. Und wenn die im Angebot sind, dann kann ich nicht anders. Dann muss ich einfach das kaufen in meiner Lieblingsfarbe. Es ist nur wegen der Farbe. Ja, glaube ich.
So, na, das war es auch schon wieder. Das war mein Einkauf. Schau mal, wie weit ich damit hupe. Was habe ich ausgegeben? 30,46 €. Ich wünsche euch. Ich muss das alles schnell wegräumen, sonst ist alles ein bisschen anbissen und ankumpelt. Das ist die Rechnung, Mausi. Willst du das haben? Willst du das zahlen? Magst du mir Rechnung zahlen? Komm her mal. So, unter den Haufen und ich habe ein bisschen Angst, dass gleich was angeknappert wird hier. Und so gerade zum Fressen gekriegt, aber gut. Das war mein Einkauf zum Samstag und ich wünsche euch was. Einen schönen Samstag. Babacchi.